Hey Leute, wir sind Zellan und Busy und wir testen heute 3 Shisha-Bars für euch. Erster Halt ist die Sham-Shisha-Bar in der Nähe vom Zopf. Die Auswahl hier ist sehr groß. Für einen fairen Vergleich entscheiden wir uns aber, in allen Bars die Sorte Wassermelone zu bestellen. Wir sind positiv überrascht. Der Tabak schmeckt intensiv fruchtig. Genug getestet. Jetzt geht's ans Bewerten. Also für den Preis vergeben wir 5 von 5 Punkten, weil die Shisha mit 5,50 € sehr preisgünstig war. Für den Geschmack vergeben wir 4 von 5. Die Shisha war lecker und hat mich gepasst. Für den Service vergeben wir 4 von 5 Punkten. Und für die Atmosphäre 3 von 5. Wir machen uns auf zum nächsten Testobjekt der Shisha Bar Flame. Sie liegt direkt am Inn. Das Innere versprüht eine orientalische Stimmung. Auch hier kommt die Shisha sehr schnell. Allerdings kann sie geschmacklich nicht mit der Vorgängerin mithalten. Wie die Shisha Bar insgesamt abgeschnitten hat, erfahrt ihr jetzt. Also für den Preis vergeben wir 5 von 5 Punkten. Für den Geschmack vergeben wir 3 von 5, hat etwas gekratzt. Für Service vergeben wir 4 von 5 Punkten, weil die Shisha auch sehr schnell gekommen ist. Und für die Atmosphäre vergeben wir 4 von 5 Punkten. Unsere letzte Station ist die Shisha Bar Skyline. Sie liegt auf der Donauseite der Stadt. Auch hier ist das Angebot sehr groß. Es gibt wechselnd neue Sorten. Wir bleiben aber bei Wassermelone. Die Einrichtung gefällt uns hier sehr. Es wirkt modern und einladend. Es wird Zeit für die ausführliche Bewertung. Für den Preis vergeben wir 4 von 5 Punkten, weil es hier 1 Euro teurer ist als bei den anderen Thai-Shisha-Bars. Aber der Geschmack ist top, 5 von 5 Punkten. Für Service vergeben wir auch 5 von 5 Punkten. Und für die Atmosphäre auch 5 von 5 Punkten. Unser Fazit. Die Shisha-Bars Sham und Flame haben beide 16 von 20 Punkten erzielt. Hier waren die Atmosphäre bzw. der Geschmack Minuspunkte. Unser Sieger ist die Shisha Bar Skyline mit 19 von 20 Punkten. Hier hat es uns persönlich am besten gefallen. Aber macht euch doch am besten selbst ein Bild von Passaus Shisha Bars.